Servus Leute, hier ist wieder euer Snatch und diesmal wieder mit einem neuen Combat Arms Video und zwar diesmal wieder mit einem Update Video und zwar gab es mal wieder ein Patch und wir fangen hier auch mal direkt im Shop an. Es gibt einmal hier die R870 permanent, die gibt es noch 2861 mal perm. Dann geht es hier weiter mit den Elite 5. Geburtstag Sachen. Sind eigentlich echt gut, die Sachen. Also hier gibt es einmal die Cappy, die hat 7 Speed. Diese Bandana hat 30 Sprints dann immer und der Backpack hat 3 Slots, aber mindestens Speed. Also ich würde euch nur die Kappe empfehlen, wenn ihr die Cyclops Bandana nicht perm habt und den Rest würde ich euch nicht empfehlen. So, dann gibt es hier noch die Submod Perm, leider unbegrenzt. Wer sich die kauft, ist in meinen Augen einfach nur ein Noob. Macht was ihr wollt. Ist mir scheißegal, ob ihr euer Geld so viel für Combat Arms, so eine hässliche Noob-Waffe ausgeben wollt. Ist. Pff, macht was ihr wollt. Dann gibt es hier die MG42 Steel, auch für permanent. Das M67 Frag Pack, auch für permanent. Den Police Baton, auch permanent. Die G18 Cobra gibt es die Perm. Ja, die gibt es auch Perm. Dann gibt es Respawn Token, ist runtergesetzt, soweit ich weiß. Die Crusher Mutagen und die Striker Mutagen sind auch perm erhältlich. Und das war's auch schon. Davon gibt es nichts Neues. Und sonst war's das auch. Wie gesagt, es gibt noch die Shotgun Perm, aber ja, gut. Dazu ist gerade immer noch dieses doppelte Black Highsec Event. Und ja, sonst gibt es aber auch nicht gerade wirklich viel mehr. Hier kriegt ihr halt die normalen permanent, aber die bringen einfach rein gar nichts. Gut, ja, so, das war's. Es gibt sonst nichts Neues. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen informiert. Macht's gut und bis dann.